Hallo, wir sind's vom Circleway Filmteam und wir begrüßen euch zu unserer heutigen Online-Veranstaltung. Leider gab es ein paar technische Probleme und deshalb machen wir das jetzt nochmal. Naja, nicht ganz. Das heißt, wir stellen euch jetzt einfach mal die Redner vor, die für heute angedacht sind, beziehungsweise die tatsächlich gesprochen haben. Und der Rest folgt nach dem Cut. Ja, dann muss ich jetzt aber auch die Redner vorstellen. Also gleich auf jeden Fall steigen wir ein mit Simon Jamnik, weil ab da konnten wir wieder aufnehmen. Und der ist mittendrin, euch zu erzählen, was Sinnvolles am Supportive Listening dran ist und wie ihr quasi eure Gefühle und eure Kommunikation klarer damit bekommen könnt. Da könnt ihr einfach einsteigen. Und danach erzählt noch Jutta Jährlich von der TU Wien etwas über das Scheitern. Ja. Beziehungsweise den ganz erfolgreichen Fuck-Up-Nights. Und natürlich gibt es auch für jeden, der daran teilgenommen hat, unser Handout zum Nachlesen. Ja. Und wir freuen uns, euch das nächste Mal live zu sehen. Dann diesmal ohne technische Probleme. Und da könnt ihr auf jeden Fall alles sehen, weil hier fehlen jetzt ein paar Sachen. Aber in Aufnahmen. Aber beim nächsten Mal, am 22.04. sehen wir uns dann hoffentlich live. Dann Klappe ab, oder was? Ach so, Klappe. Die fehlende Verbindung bei den Menschen ist genau die Ursache, warum wir mit der Gesellschaft so weit auch stückweise in eine destruktive Richtung gekommen sind, wie wir sind. Zur Methode, ganz Basics, man sucht sich oder findet jemanden, mit dem man sich austauschen möchte, auf diese Art und Weise. Und wir können es eigentlich gerade vormachen, zum Beispiel der Heiko und mir. Und sie sagen so, ja, jetzt haben wir 10 Minuten Zeit. Und ganz zu Beginn, bevor man in die Details geht, kann man unterscheiden, jemand spricht und der andere ist einfach ganz ruhig. Wie sagt man so schön im Volksmund, er hält sozusagen das Maul. Und ja, man sagt es natürlich schön, er sagt einfach nichts, er ist ein aktiver Zuhörer, er gibt die ganze Aufmerksamkeit und er unterbricht nicht, er wertet nicht, sondern ist einfach ganz präsent da beim Erzähler, um zu verstehen, wie sich der andere wohl anfühlen muss, wenn er diese Geschichte erzählt, die er gerade erzählt. Und der andere kann einfach erzählen, was gerade aus dem Herzen liegt. Und da benutzen wir einen Timer, einen Wecker, wo wir sagen, du hast 5 Minuten oder ich habe 5 Minuten. Weil in der Gesellschaft haben wir so dieses Problem, dass jemand redet und der andere so, ich weiß auch was, und dann schneidet er wieder ins Wort und dann wird wieder unterbrochen und so weiter. Und man kommt gar nicht an die tiefen Wesenspunkte eines Gespräches ran, weil man so schnell unterbrochen wird und von diesem Faden, den man verfolgt beim Erzählen eigentlich, so schnell rausgebracht wird. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Supportive Listening, ist, wenn ich Raum kriege, dass mir jemand 10 Minuten ein Stück zuhört, da kommen plötzlich aus mir heraus Dinge, die ich gar nicht eigentlich so sagen wollte, aber sie sich stimmig anfühlen, um zu sagen. Und so entdecke ich mich eigentlich auf eine tiefere Ebene und gleichzeitig kann ich das mit meinem Zuhörer teilen. Und viele, die diese Methode kennen, sagen, hey, wenn ich diese Methode ein paar Tage bei unseren Camps, bei unseren Workshops benutze, dann komme ich diesen Menschen viel näher nach einer Woche, als ich teilweise Familienmitgliedern war, weil wir uns auf eine ganz andere Art und Weise zuhören. Und jetzt weiß ich nicht, normalerweise würde man sagen, hey, macht eure Erfahrungen, ich leite das an, aber hier sind wir ein bisschen in einem anderen Medium. Ich weiß nicht, ob du, Heiko, mir das vielleicht mal vorführen wollt, jeder vielleicht 2 Minuten oder so? Ja, das haben wir uns so vorgestellt. Beziehungsweise wollen wir natürlich auch euch zu Hause einladen, also ihr denn gerade gemeinsam vor den PCs sitzt, dass ihr gern die Anleitung und die Chance von Simon nutzt und einfach mitmacht. Wir können euch nicht hören, insofern bleibt das alles bei euch zu Hause. Und das ist natürlich auch noch ein ganz wichtiges Argument oder ein ganz wichtiger Fakt beim Zuhöraustausch. Es geht einfach darum, dass alles, was gesprochen wird, in einem Raum der Verschwiegenheit geschieht. Das heißt also, es wird eben, wie Simon meinte, nicht bewertet und auch bitte nicht darüber gesprochen, es sei denn, ihr habt darüber miteinander gesprochen und seid euch einig, dass ihr das wollt. Ja, Simon, magst du uns anfangen? Genau. Das kann ich gerne machen. Vielleicht noch für den Anschluss, vielleicht, wenn ihr wollt, können wir nach der Übung, es gibt so etwa 5 so Guidelines, wie so dieses Setting aussieht, vielleicht können wir die
schnell noch erwähnen, dass man die halt schnell mitschreiben kann. Es ist wirklich ganz simpel. Dann. Bitte? Die wird es auch im Handout nochmal mitgeben. Ah, okay. Und oder so. Info. Genau. Ja gut, dann haben wir uns geeinigt, dass jeder 2 Minuten hat. Mhm. Okay. Genau, dann Heiko und mir haben jetzt schon abgemacht, wer anfängt und wer zuhört. Und dann soll ich die Zeit nehmen? Gerne. Gut, dann stelle ich jetzt mir den Wecker auf dem Handy. Simon. Gut, dann kann der Erste kann beginnen. Los. Ja, danke. Danke, dass du das machst, Simon. Und bei mir ist richtig viel Anspannung drin. Hätte ich die Anna gehört, weil es geht nämlich da auch um dieses Körperliche. Und ich merke das gerade, also die Anna hat diesen körperlichen Part, hätte diesen gehabt, da reinzugehen. Und nämlich wie sich Emotionen so, oh, ich merke es gerade richtig, wie heißt das? Goosebump. ich merke richtig, wie die Anspannung sich im Körper manifestiert. Und das hält sich teilweise ja auch richtig lange. Und davon hätte ich super gern was von dir gehört. Aber. Und es hilft mir, mich zu bewegen. Also gerade ist das Hauptgefühl eigentlich Angst. Und, nicht so gesehen zu werden. Und gleichzeitig freut es mich, das vorzumachen, weil das damit zu helfen, hoffentlich den Leuten was mitzugeben, so. Weil das ist ja das, weshalb wir das hier machen. Ja. Und das freut mich, macht mich ein bisschen traurig. Ja, jetzt ist eigentlich Traurigkeit zu spüren viel. Aber diese Scheißsituation. Und jetzt kommt gleich wieder Wut rein. Gut, 2 Minuten wären vorbei. Danke. Das ist jetzt ein bisschen ein brüskes Ende. Aber als Demonstrationszweck ist das gut für den Moment. Gut, dann würden wir weitermachen. Und dann kommt jetzt die Mia. Los. Ich habe es auch mit Schütteln. Mir kam gerade die Erinnerung, dass ich früher Angst nicht unterscheiden konnte und wie sehr das jetzt im Körper fühlbar ist. Also, dass ich das so fühlen kann, so klar habe, dass das Angst ist und ich sterbe nicht, weil ich Angst habe. Und die Unterscheidung ist mir ganz wichtig. Das macht mir gerade sehr viel Freude und ja, es macht mich auch traurig, weil ich merke daran, dass ich mich weiterentwickelt habe. Das ist schön. Und puh. Jetzt auch Traurigkeit, weil ich in solchen Momenten dann spüren kann, wie sehr wir in Verbindung sind und was sich zwischen uns auch entwickelt und verändert hat. Ja, und dass ich dafür unglaublich dankbar bin. Und dass ich das vor ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten hatte. Und ja, ein bisschen schäme ich mich gerade, weil Angst vor dem Klischee, Frauen heulen immer. Und ja, mich damit auch zu zeigen und es sind Freudentränen. Das ist nicht schlimm, darf ich. Ja. Das ist noch so ein Kreuz drin. Und gehört zu werden. Ja,
Und ja, auch gesehen zu sein damit. Und das ist nicht nur für mich Bedeutung hat, sondern für andere auch Bedeutung haben kann, wenn man gehört wird einfach. Ohne dass irgendwelche Ratschläge da sind oder irgendwelches Gelaber oder. Oh. Oh. Dankeschön. Oh. Dankeschön, ja. Zwei Minuten, wow. Da sieht man schon, dass ihr eher ziemlich erfahren seid eigentlich schon mit dieser Methode. Und ich würde jetzt gerne eigentlich so die Leute hören oder in die Leute, die da zuschauen, eigentlich in die Köpfe reinschauen können, was die von dieser Übung, von diesen 4 Minuten, die sie da mitgekriegt haben, was sie davon halten, respektive als ich das so gesehen habe und ich mir vorstelle, wenn ich nichts über diese Übung kennen würde, das wäre so schräg für mich, weil man fängt da an über, ich fühle mich so und dann fängt jemand an rumzuwackeln und der andere, der hat Tränen in den Augen und so, das muss ja irgendwo auch ziemlich schräg sein eigentlich und wenn ich darf, Mia und Heiko, dann würde ich da gerne noch ein paar Worte darüber verlieren. Kann ich kurz noch bemerken? Ja, klar. Also wir haben tatsächlich gesagt, wir würden gerne 2, 3 Leute hören, weil es ist nicht, soll jetzt nicht nur Broadcast raus sein. Wenn jemand Lust hat, was zu sagen, meldet euch im Chat. Martin nimmt es auf und dann ist es total schön, euch mit dabei zu haben. Und in der Zeit würde ich gerne Simon noch hören, was und ich habe auch noch was beizutragen dazu. Aber Simon, geh erstmal weiter und wenn sich jemand was sagen will, meldet er sich im Chat. Ja. Dann kriegen wir es im Anschluss hin. Ja. Also das wäre bestimmt witzig, wenn wir vielleicht so ein paar Kommentare hätten, so wie es den Leuten so eingefallen ist und was sie vielleicht sogar für Fragen dazu haben, falls ich irgendwelche Fragen nicht abdecke. Genau, wenn ich jetzt das so ein bisschen, weil eigentlich man kommentiert nicht, man wertet nicht, man beurteilt nicht, was in solch einer Diskussion oder in so einer Gesprächsform passiert. Man greift auch niemanden an und sagt, ja, das hast du gesagt, das ist scheiße oder so. Das tun wir nicht. Sondern es geht darum, dass wir in der Gesellschaft auf vielen Ebenen nicht mehr, oder respektive, wenn man es genau nimmt, auf 3 Ebenen nicht mehr verbunden sind. Also mit der Natur, mit sich selbst und auch mit unseren Mitmenschen. Nicht mehr wirklich. Wir spüren uns nicht, weil wir oft zum Beispiel über unsere Intuition hinweggehen. Wir haben manchmal Gefühle, die wir nicht verstehen. Manchmal kann es sein, dass kleine Reaktionen von außen, vom Chef, vom Partner, mich auf 180 bringen, ich raste aus oder innerlich bin ich so aufgewühlt durch kleine Bemerkungen oder Kritiken oder Gesten, wo ich gar nicht verstehe, warum so etwas passiert. Und das sind so vielleicht kleine Anzeichen oder Möglichkeiten, dass da vielleicht noch Forschungsraum für sich selbst kennenlernen halt noch besteht. Und jetzt hat man bei euch zwei, hat man gut gesehen, dass ihr eigentlich schon erfahren seid und schon ziemlich schnell zu dieser Frage geht oder diese Beobachtung, ja, wie geht es mir denn eigentlich? Wie fühle ich mich? Was ist in mir? Und ihr könnt das auch schon sehr gut benennen. Das ist mir jetzt am Anfang halt nicht gelungen, sondern für mich war so, oh, fuck, jetzt muss ich erzählen, was sage ich denn da? Und ich habe dann mit irgendwelchen, ja, in der Schule oder zu Hause ist das passiert oder bei der Arbeit so. Und dann hatte ich einen erfahrenen Zuhörer, weil ich die Elika hat mich da viel dazu veranlasst, mit ihr diese Übung zu machen. Sie hat mich halt immer wieder gefragt, ja, wie fühlst du dich denn? Ja, wie soll ich mich fühlen bei der Arbeit? Ich muss halt arbeiten. Ist halt so. Mach ich halt einfach. Und nach und nach, je länger ich diese Übung gemacht habe, habe ich dann gemerkt, heute habe ich mich traurig gefühlt. Ja, warum denn? Ja, es ist mal was geschehen und das hat mich traurig gemacht. Dann hat sie gefragt, ja, hat es dich an was erinnert? Ja, schon, so an damals, also ich arbeite mit Jugendlichen zusammen. Ja, damals als Jugendlicher hatte ich eine ähnliche Erfahrung und die war nicht so schön. Und
ich wusste gar nicht, warum ich zuerst traurig war, bis die Elika, weil im fortgeschrittenen Stadium dieser Übung kann man auch ab und zu dem Gegenüber Fragen stellen, was wir zu Anfang nicht machen, damit wir diese Übung besser lernen können. Und so hat sie mich Stück für Stück hat sie mich dazu begleitet, näher an mich, an meine Gefühle, an mein inneres Erleben zu kommen und genauer dahin zu schauen. Und was für mich auch so dieser Punkt ist mit eurer Thematik von heute, ist es oftmals auch in diesen 2 Jahren wurden Gefühle und Sachen in mir ausgelöst und haben Reaktionen gefordert, die ich jetzt persönlich, wenn andere Meinungen als meine da waren, ich zuerst gar nicht hinterfragt habe, sondern einfach nur reagiert habe. Und ich habe ab und zu habe ich Menschen, lieben Freunden, vor den Kopf gestoßen, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass ein guter Freund eine andere Meinung hat bei einem Thema, was mir sehr wichtig ist. Und erst in der Reflexion mit meinem Kumpel, der diese Übung auch kennt, konnte ich dann herausfinden, was mich gestört hat. Und ich konnte herausfinden, warum ich dieser Meinung bin. Und gleichzeitig hat er mir zugehört und hat mir durchs Zuhören den maximalen Respekt gegeben, dass er mich akzeptiert. Und das hat mich schon sehr beruhigt. Und im umgekehrten Sinn, als ich dann zugehört habe, habe ich dann seine Meinung verstanden. Und ich habe verstanden, was für einen Standpunkt er in sich trägt. Und so musste ich nicht mehr auf dieser gesellschaftlich alltäglichen Diskussionsebene sagen, ja, aber das ist besser, ja, aber so ist es richtig und bla 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 bla, wo halt nachher Streit oder Unstimmigkeiten entstehen. Eben, ich konnte durch das, weil ich mir bewusster darüber war, woher meine Ansicht kommt und woher die Ansicht meines Freundes kommt, konnte ich ihn besser verstehen und wir konnten da Schwierigkeiten dann auch gemeinsam tragen. Und das ist diese eine Möglichkeit, diese Übung als Vorteil halt mit sich nach Hause zu nehmen, weil es nicht zwingend ist, dass ich im Konflikt sein muss, weil wer vielleicht wisst, 95% aller Konflikte basieren auf Missverständnissen, weil man eben einander genau nicht gut genug zuhört und sich schnell dann, wir sagen in unserem Jargon, getriggert fühlt, dass Gefühle ausgelöst werden, die mich zu einer Aktion anleiten, ohne dass ich die zuerst hinterfrage und überhaupt verstehe, was in mir oder im anderen abgeht. Und diesen Teil sehe ich für mich jetzt als einen kleinen, aber sehr persönlichen, wichtigen Anteil an Friedensarbeit, die ich für mich in der Welt, in meinem Umfeld, mit meinen Freunden gestalten kann, indem ich eben dieses Verständnis füreinander halt fördern kann. Danke, danke Simon. Wir haben 2 Wortmeldungen. Zuerst war Peter. Peter, kannst du uns hören? Hört ihr mich? Peter? Hört ihr mich? Ja, ein bisschen leise. Ja. Oh. Na gut, dann muss ich näher ans Mikrofon gehen. Geht's? Ah. Super, danke. Ja, also ich stopp mal für mich die Zeit. Ich bin Peter von der Westküste in Schleswig-Holstein. Ich habe noch damals Co-Counseling bei Story in Schweden gelernt und bei Elika. Und ich war auch mal bei RC in Berlin. Und wir hatten in Neumünster hier auch mal einen Workshop. Im Moment bin ich bei GFK, gewaltfreie Kommunikation. Das ist für mich eine Fortführung von Co-Counseling. Ja, und ich bin neugierig, wie es weitergeht. Jetzt bin ich am Überlegen, was kann ich da noch erzählen? Ach so, ja, hier den Film habe ich auch 2019 in Steierberg gesehen. Da wurde er im Lebensgarten gezeigt und der hat mir sehr gut gefallen. Also viele Erinnerungsmomente und bin neugierig, dass er irgendwie mal weitergeführt wird. Wir haben damals auch angeboten, Heiko und ich weiß nicht, wie dein Kumpel
den Namen konnte ich mir nicht merken, dass ihr mal nach Schleswig-Holstein kommt und sozusagen uns Elders mal kennenlernt. Also wenn ihr dabei nochmal vorbeikommen wollt, ihr seid herzlich bei uns eingeladen. Ja, ich habe noch 32 Sekunden, die schenke ich. Dankeschön. Oh. Danke, Peter. Oh. Vielleicht noch eine Nachfrage, wenn du mir die erlaubst. Welche Erfahrungen hast du denn persönlich mit dem Counseling oder mit dem aktiven Zuhöraustausch gemacht? Also ja, was waren deine ersten Empfindungen oder vielleicht auch deine ersten Herausforderungen beim ersten Mal Zuhöraustausch? Also was hat sich bei dir verändert? Das ist so lange her, das war noch im letzten Jahrtausend. Und ich praktiziere mit einigen Leuten halt das Co-Counseling telefonisch immer noch weiter. Ich habe einen festen Termin am Donnerstag mit einer Frau, die ich auch aus dem Camp kenne, die auch mal das Camp organisiert hat, vor Julia und Ralf. Frage beantwortet oder? Ja, schon. Du hast es halt einfach für dich in deinen Alltag integriert. Und ich denke, das hat dich auch näher mit dir selbst in Verbindung gebracht, oder? Womit? Mit dir selbst, deinen Gefühlen. Ja, auf jeden Fall. Also bei GFK ist das halt Selbsteinfühlung. Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand mit GFK beschäftigt hat. Bin mir sicher. Marshall Rosenberg, ein Freund von Story. Mhm. Ganz lieben Dank, Peter. Ja, danke auch. Und wir hatten noch eine Wortmeldung. Katrin. Ja, genau. Katrin Wolf aus Borchen. Hallo. Hi. Ja, super. Schön, eure Einladung. Was ich gerade gemerkt habe, ich habe letztens selber sogar versucht, einen Online-Austausch zu machen mit einer Gruppe und wir hatten dann Breakout-Sessions gemacht. Und jetzt, indem ihr das so live sozusagen, weil ihr zusammen in einem Raum seid, vorgemacht habt, ich war sehr beeindruckt, wie dieser Effekt, der jetzt hier so rüberkam, dass man das so richtig spüren konnte, das fand ich jetzt nochmal sehr, sehr hilfreich, gerade für dieses Format, dass es nochmal da so transportiert wird oder man wahrnehmen kann, was passiert. Und ich praktiziere seit 2014, da war ich das erste Mal im Camp in Oelde mit meiner Familie. Da wollte ich eigentlich nach 3 Tagen wieder abreißen, weil mir alles so mich überfordert hat. Aber die Kinder haben gesagt, mein Mann hat gesagt, wir bleiben. Und dann wollten die Kinder immer wieder fahren. Und seitdem praktizieren wir hier zu Hause. Ich habe noch die Viviane Dittmar kennengelernt. Ich weiß nicht, wer das kennt, emotionale Entlastung, ganz ohne Worte. Also das ist nochmal ein Raum, also ein Austausch, diese Herzaufmerksamkeit zu halten, was selbst über Telefon funktioniert, auch wenn man nicht spricht. Und was ich jetzt seit Herbst angefangen habe und werde das jetzt auch wieder aufnehmen ab 8. März online über so einen Lernkalender, diese Methode des Zuhörens und des Austausches zu vermitteln an Eltern und auch Kinder waren schon dabei, die gerade im Homeschooling viel sind und Lerngruppen gestalten oder so. Und wer da Interesse hat, das ist eine Online-Plattform und freue ich mich immer sehr, wenn auch Leute mal aus der Circleway-Gruppe dazukommen, weil man dann einfach ganz andere Praxis hat oder so. Wer da Lust hat, das ist ab 8. März dienstags oder ich weiß nicht, kann man da sowas euch mitteilen, also so eine Art Vernetzung hier machen? Na klar, gerne. Weil das sehr gefragt. Und dann ist es für jeden ersichtlich. Vielleicht hast du eine Homepage, einfach in den Chat schreiben, dann können es alle sehen. Na klar, gerne. Im Moment noch die Mail, genau. Mhm. Das ist, und wo auch so ein Interesse besteht, also bei Leuten, die ich jetzt kenne, an dieser Art
Kommunikationsunterstützung Richtung Soziokratie, also gerade wenn in Organisationen oder Gruppen da zugehört werden muss. Weiß nicht, wer da jetzt noch schon erfahren ist hier aus der Gruppe oder da auch zuarbeitet, würde ich mich gern vernetzen. Super, Dankeschön für diese ganze Aktion heute hier. Danke für deinen Beitrag, Katrin. Ich möchte natürlich euch alle einladen, falls ihr noch irgendwelche Wortbeiträge habt, beziehungsweise wertvolle Informationen für uns, schreibt sie einfach in den Chat, in die Kommentare. Wir lesen sie, beziehungsweise können so natürlich alle Anwesenden mitlesen. Sie nochmal? Oder nein, genau. Heiko, gerne. Ja, die ganze Zeit brennt es mir auf der Seele. Nämlich das Zitat von Rumi, jenseits der Idee von Gut und Böse, gibt es einen Ort, dort werden wir uns treffen. Macht mich gleich traurig. Cool. Nein, das ist kein PM-Raum. Also, Traurigkeit, weil mir das fehlt. In der Welt, deswegen mache ich das jetzt hier. Und ja, ich habe den Raum gefunden, in dem Co-Counseling damals oder in diesem Zuhöraustausch, Supportive Listening, hat sich das so angefühlt wie dieser Raum und das fand ich halt sehr bewegend. Und also nicht bewertet zu werden, das hat man schon gesagt. Und was mir auch wichtig ist, mitzugeben, dass wir wissen, dass unsere Gefühle nicht wir komplett sind. Also wenn wir ganz doll die Gefühle haben, Angst, Wut, was auch immer, dann macht uns das so aus. Aber das sind nicht wir die ganze Zeit, das ist ein Teil von uns. Und da ist eine Information drin in den Gefühlen. Und ja, das kann man so rausfinden, indem man diesen Raum hat, da reinzusprechen. Also ich möchte gerne mitgeben, dass wir nicht unsere Gefühle sind, dass das auch die Basis ist. Also das heißt, ich kann da auch rumschreien, ich kann über jemand anderen abkotzen mal. Es geht nicht darum, dass das die Wahrheit ist. Ja. Und ja, diese Verschwiegenheit hatten wir schon gesagt und die Zeit, das finde ich auch wichtig. Das macht es so einem sicheren Rahmen und das hört sich so einfach an. Und wenn man es dann probiert, merkt man den Zauber von dieser Einfachheit. Ja. Das wollte ich noch sagen. Aho. Aho. Ihr seht also, Entlastung geht sehr gut, auch online, unter der Prämisse, dass wir einander zuhören und achtsam sprechen. Goldene Regel, verletze dich nicht selbst und niemand anders. Im Sinne von schön vorsichtig sein, beziehungsweise wenn wirklich Wutentlastung da ist, kann es durchaus hilfreich sein, vorher mal zu sagen, Achtung, gleich muss ich schreien, dass der andere ein bisschen auf Abstand gehen kann. Jedenfalls bietet auf jeden Fall der Zuhöraustausch eine sehr gute Möglichkeit, selbst mit seinen eigenen Gefühlen in Kontakt zu gehen und natürlich die auch zu entlasten in einem sicheren Raum. Und es ist sehr hilfreich, bevor man in gewisse Gespräche geht, gerade Gespräche in den letzten 2 Jahren vielleicht, für sich selber da ein bisschen Klarheit zu haben. Und weil es gibt diesen biologischen Aspekt einfach, wenn wir Gefühle finden im Mandelkern statt. Das ist das, was schon zu Krokodilzeiten quasi existiert hat, das Gehirn. Und es überflutet, kann unser neues Gehirn so überfluten, dass wir nicht mehr in der Lage sind, ordentlich zu denken. Und hängt es jetzt überall oder nur bei uns? Hängt es bei dir? Nein. Okay, also ich wollte damit sagen, dass uns Gefühle am Denken hindern und am klaren Ausdrücken. Und das kann ein Riesenschlamassel werden. Und das will ja hier keiner. Aho. Und vielleicht noch sei angemerkt, dass viele Sachen, die uns berühren und zwar triggern, wie Simon das Wort schon verwendet hat, dass das Verletzungen aus der Vergangenheit sind. Also selten bis nie wird ein Mensch wirklich bösartig geboren, sondern hat ungünstige Erfahrungen gemacht, die ihn vielleicht auch zu ungünstigen Handlungen oder Aussagen bewegt hatten.
Insofern auch hier wieder die Anmerkung, es ist wirklich gut, das einfach zu entlasten, dass es erstmal gehört wird. Und dann kommt man zu so einem Punkt der Stille, wo auf einmal ganz andere Sachen im Gehirn stattfinden und wir ganz anders in der Lage sind, das auszudrücken, was uns wirklich bewegt. Insofern an euch alle die Einladung, probiert es einfach aus. Uns hat es miteinander viel enger in Kontakt gebracht und wir hatten wirklich harte Zeiten. Und wir sind immer noch miteinander und das viel intensiver als jemals zuvor. Oh. Dann möchte ich noch mal Simon hören. Simon, hast du noch für uns etwas zu sagen, bevor wir uns der Jutta widmen? Labern kann ich gut. Nein, ja, es gibt noch so ein paar Randbemerkungen, wo ich vielleicht noch dazu geben möchte, zur Aussage von Peter, damit seine Aussage vielleicht verständlicher wird. Ich weiß nicht, wie klar das rübergekommen ist. Der Manitoba und seine Frau Elika sind seit 40 Jahren halt in Europa rumhergereist und haben verschiedene Workshops und Camps und Kurse angeboten, halt überall, wo sie eingeladen werden, um genau diese Praktiken, wo das Zuhören ein Teil davon ist, den Menschen halt zu zeigen, damit wieder mehr und mehr Verbindung entstehen kann. Und der Story hat dann gesagt, die haben dann diesem Menschen einfach zugehört. Und die haben ihn gefragt, was ist los, was hat dich angetrieben, was stört dich, was... So, sie haben dieses Miteinander gesucht. Und das fand ich halt dementsprechend spannend mit dieser Aussage von Story, die auch gesagt hat, dass zwei rationale Menschen, die haben nicht ein Problem miteinander. Wenn es einen Konflikt gibt oder Schwierigkeiten, dann ist mindestens jemand von den zwei Parteien halt emotional kompromittiert. Also das heißt, er ist emotional ergriffen, es sind seine Emotionen. Und bezüglich den Emotionen, so wie wir sie kennenlernen und wie es jetzt auch meine Erfahrung war in der Arbeit mit Storm und Elika, die sie mit mir und an mir gemacht haben, mit diesem Zuhören, ist, dass diese Gefühle, die stammen zu, sag ich mal, 99% immer aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn mich mein Chef, mein Mitmensch, irgendwo nervt, aufregt oder Gefühle macht, dann habe ich manchmal das Bedürfnis, ihm eine reinzuhauen oder einfach bin wütend auf ihn. Aber in Fakt ist, wenn ich diese Übung gemacht habe, habe ich immer gemerkt, es hat immer eine Kohärenz, eine Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und ich muss in meiner Vergangenheit irgendetwas erlebt haben, was ich ähnlich angefühlt habe. Und wie es auch in der Entwicklungspsychologie dann schön verdeutlicht wird, ist es wichtig für Kinder, für uns, als wir klein waren, Gefühle halt wegzusperren, damit wir emotional gewisse Sachen überleben, weil nicht jeder von uns hatte die perfekte Kindheit, da ist alles gut gelaufen, sondern vielleicht hat man Gewalt erlebt, sei es jetzt physisch, psychisch, vielleicht hat man sonst Situationen erlebt, die nicht angenehm waren. Vielleicht wurde man vom Freundeskreis mal ausgelacht. Und nicht immer hatte man die Möglichkeit, in seinen Gefühlen gesehen zu werden. Durch den Fakt, dass wir halt Gemeinschaftswesen sind und da auch dazugehören, haben wir auch nicht die Möglichkeit, uns durch die Gefühle leiten zu lassen und uns von diesen Gefühlsverursachern in der Vergangenheit halt zu trennen. Also ich kann dann als vierjähriger Sohn, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, ich bin wütend auf meine Eltern, aber ich kann sie nicht verlassen, weil sie sind dann für mich die Lebensgrundlage. Und so sind es Möglichkeiten, dass ich dann, anstatt dass ich wütend bin, passe ich mich dann an. Weil mir als Mensch ist es ein sehr hohes Bedürfnis, dazu zu gehören zu meinen Eltern. Und dann werde ich vielleicht immer nett sein oder ich, wie wir es gesellschaftlich kennen, die Frauen sind dann eher in der kollektiven Prägung eher so, dass sie halt nicht wütend sein dürfen,
dass sie weinen dürfen. Uns Männern hat man damals gesagt, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und so haben wir eine Erziehung genossen, die stückweise unsere Gefühle halt etwas unterdrückt hat. Aber das heißt nicht, dass die Gefühle dann weg waren, sondern die waren dann auf Seite geschoben. Und im Alltag lernen wir halt immer wieder Situationen kennen, in denen diese Gefühle halt geweckt werden. Und das fand ich dann schön, wie der Heiko dann gesagt hat, dass wir uns nicht zu 100% mit unseren Gefühlen identifizieren. Das sind schon unsere Gefühle und wir fühlen die, aber nicht in jedem Moment haben sie die absolute Berechtigung. Und mir hat dieses Wissen halt sehr geholfen, weil wenn ich emotional war, dann habe ich aus dieser Emotion halt heraus gehandelt. Und nachdem auch die Arbeit halt von Ellicott Story auf mich gewirkt haben und ich mich in diesen Übungen begeben habe, habe ich in vielen Situationen, wo ich früher wütend wurde oder traurig oder ich mich verletzt gefühlt habe, habe ich gemerkt, oh, eigentlich fühle ich mich jetzt so verlassen, wie ich mich von meiner Mutter verlassen gefühlt habe, weil sie einen gewissen Teil an Aufmerksamkeit mir nicht gegeben hat, was ich mir gewünscht habe. Und es ist nicht die Freundin, die jetzt einfach zur Arbeit muss und ich mich dann traurig fühle und ich weiß dann nicht warum. Und so gibt es viele, viele, endlos viele Möglichkeiten an Variationen, wie Gefühle halt unser Leben halt teilweise auch bestimmen, aber nicht immer bestimmend sein müssen, weil man vielleicht dann mehr über die eigenen Gefühle lernt und sich selber so ein bisschen kennenlernt. Dankeschön. Ja, ich labere ziemlich viel. Ich weiß. Ja. Cool. Ja. Wir haben nicht quasi alles gehört, aber den letzten Teil und ich danke dir, dass du nochmal da in die Tiefe gegangen bist und ich glaube auch, das geht natürlich hier. Wir wünschen uns, dass wir so gut wie möglich einen Teaser machen, dass jemand Bock hat, das auszuprobieren. Und haben ja auch schon gesagt, dass wir bereit sind, es zu vernetzen. Es gibt auch Gruppen. Es gibt verabredete Gruppen, die sich nur auf Telefon-Tour-Austausch spezialisiert haben. Für alle, die es quasi damit noch nicht in Verbindung gekommen sind, das mal zu probieren. Das ist es einfach die Idee, da gibt es einen Raum. Das ist das Hauptanliegen. Wir können quasi gar nicht alles komplett durchgehen. Und was jetzt, Simon hat es auch nochmal gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch schon GfK gehört. Soziokratie gehört. Wir haben Vivian Dittmar wurde auch angesprochen. Die haben wir nun ausgerechnet nicht besucht, weil jetzt habe ich mir gedacht, jetzt könnte man gut Werbung machen. Die war im Zeit und davon haben wir auch eine Aufzeichnung tatsächlich. Aber die ist nicht im Film gelandet. Also für alle, die den Film nicht kennen, wir haben da wirklich eine Rundreise gemacht, ausgehend von den Circleville Camps, die Simon beschrieben hat und auf denen wir seit 2015 haben wir angefangen. Ja, genau. Und seitdem sind wir auch auf Circleville Camps. Das ist die Basis, aber wir haben eine Rundreise durch die verschiedenen Methoden gemacht, GfK, Soziokratie, weil die haben natürlich alles eins gemeinsam. Und es geht darum, Klarheit und Bewusstsein über die Gefühle zu haben und die Kraft zu nutzen. So. Und das bis in Organisation rein. Also schaut rein, empfiehlt es weiter. Und es gibt in unserem Shop ein Interview mit Katharina Lechthaler und die stellt noch ein paar sehr interessante andere Methoden vor, unter anderem das Dragon Dreaming zum Beispiel und viele von den Gesagten. Also schaut auch da rein. Ja, ich wollte gerne das aufgreifen, weil das bis in die, mit der Soziokratie sind wir in der Organisationsebene drin. Wir waren hier gerade im 1:1 im Persönlichen und mit Gefühlen klar umzugehen macht auch im Business-Kontext richtig Sinn. Deswegen haben wir die Jutta Jährlich dabei, weil die hat damit schon Erfahrung gesammelt. Und Jutta, kannst du uns hören überhaupt? Jetzt mal kurz nicken. Ach, schön. Ja. genau, also sag doch mal kurz oder versuch doch mal anzuknüpfen an das, was gesehen wurde, das mit dem zu verbinden, was du in deinem Arbeitsalltag erfahren hast und auch, was du vielleicht noch kurz machst. Wir wissen es ja, dass du Startups hauptsächlich begleitest. Ja, kannst
du mal anfangen. Ja, vielen Dank. Also wenn ihr da so sagt, oh, wir wollen uns jetzt die Jutta widmen, dann ist bei mir gleich Panik irgendwie so. Was muss ich jetzt tun? Trotzdem, dass ich natürlich weiß, worüber wir heute sprechen wollen, möchte ich zuerst mal mit etwas Freudigen anfangen. Ihr wart nämlich zuerst so traurig wegen der Anna. Ich bin natürlich auch traurig für den Moment, aber eigentlich ist mir dann gleich gekommen, dass das ja super ist, dass dann die Anna viel mehr Raum hat nächstes Mal und wir können uns total um das in den Körper hineingehen kümmern. Und ich glaube, das braucht es auch und das ist es wert. Und da können wir uns, da haben wir nur das Thema von der anderen, das finde ich total Liebe, schön. Ist jetzt weiter. Kannst du es noch verfolgen, Martin? Bei uns hängt es. Ich höre sie ja. Habt ihr mich gehört? Oder viele andere? Ja. Okay. Super. Ich hoffe, ihr seid jetzt aber wieder da sozusagen. Was war denn das Letzte, was ihr gehört habt? Dann fange ich dort nochmal an. Oje. Die beiden können euch gerade nicht hören, aber sie sind live. Sie versuchen das gerade zu erklären. Irgendwie, wir haben hier verschiedene Internetsachen offen. Irgendwie ist ja schon das Internet gebrochen. Wir waren kurz draußen, wenn Simon gesprochen hatte. Ich hoffe, läuft jetzt wieder was? Nee. Oje, oje. Aber so ist es immer. Das muss man sich irgendwie, das ist so ähnlich wie die Zeit jemandem geben, müssen wir die Zeit der Technologie geben, dass sie wieder funktioniert. Das ist vielleicht so ein Bild, mit dem wir umgehen können. Ich erzähle euch einfach in der Zwischenzeit weiter. Und zwar, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, es kommt immer so irgendwie ganz original aus mir raus, wie kann man etwas drehen, dass es dann etwas Positives bringt. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Beim einander zuhören, beim über etwas Negatives auch sprechen, wie der Simon gesagt hat. Also ich habe das sehr schön gefunden, dass wir da Leute richten wollen. Und eigentlich wollen wir ihnen nur zuhören und das, was jetzt negativ war, vielleicht umdrehen und sagen, ja, was war aber dann das Positive daran, dass wir daraus gelernt haben, dass wir vielleicht auch dann den Mut haben, etwas zu ändern, weil wir gesehen haben, ja, dieser eine Weg funktioniert nicht. Geht's hier? Können Sie mich wieder hören? Super. Was war denn das letzte Wort, wo ihr ausgestiegen seid? Das war der Anfang. Es war der Anfang. Der volle Anfang. Okay, dann muss ich euch das noch sagen, weil ihr wart ja vorher so traurig wegen der Anna. Und Anna bekommt mehr Zeit. Genau, okay. Dann ist das rübergekommen. Das ist wichtig, ja. Ja, und jetzt mache ich die Brücke einfach zu dem Thema, warum wir ins Miteinander reden gekommen sind, ist eigentlich über das Thema Ausbildung gewesen, wo ich euch kennengelernt habe und den Film, den ich sehr, sehr wichtig finde. Es sollte jeder verpflichtet werden, euren Film zu sehen. Ich weiß, es ist natürlich nicht das richtige Wort, weil wir brauchen ja die Freiwilligkeit bei allem dabei, aber das wäre trotzdem mein Wunsch. Ja, es geht um das Thema Scheitern. Damit, also wenn einem etwas passiert, was mit Scham, mit allen möglichen Gefühlen zu tun hat, die man eigentlich eher verstecken möchte, gerade dadurch, dass das im beruflichen Alltag vielleicht aufgetreten ist, dann wird da ganz vieles unter den Teppich gekehrt. Und dieses Thema hat mich jetzt vor in der Zwischenzeit wahrscheinlich 6 Jahren oder so gefunden über das Netzwerk, das in Mexiko entstanden ist, das sich Fuck-Up Nights nennt. Es ist einfach ein Abendformat, das da gegründet wurde, zuerst über, sag mal, Stammtische, wo so eine Gruppe von Menschen einfach zusammengekommen sind und gesagt haben, sprechen wir doch über die Projekte oder die Dinge, die schiefgegangen sind und nicht über irgendwelche besonderen Best-Practice-Beispiele, wie es so schön heißt, im beruflichen Kontext. Wir möchten ja voneinander lernen und wir möchten die Wirklichkeit hören, wie es zugeht in Projekten und nicht die schöne Maske, die oft drüber gezogen wird. Und so habe ich als Österreicherin in Basel, im nördlichsten Zipfel der Schweiz, die Fuck-Up-Nights begonnen, als
ja, regelmäßigen Treff, wo man einfach zusammenkommt und drei Sprecher an einem Abend, so in einer Stunde, also ein sehr schnelles Format, ihre Geschichte erzählen. Für den Einzelnen heißt das, dass du 7 Minuten Zeit hast, deine Geschichte des Scheiterns zu erzählen, wer du bist, was passiert ist und was du daraus gelernt hast. Und ich habe in der Zwischenzeit fast 30 Events, ich glaube 28 Ausgaben hatten wir gehabt, mit jeweils 3 Sprechern, also 90 Sprechern insgesamt, organisiert und durchgeführt und betreut. Und irgendwann in der Mitte sind wir draufgekommen, dass das gar nicht so einfach ist, diese Geschichte zu erzählen, vor allem in der Kürze. Und dann sind wir dazu übergegangen, mit den Sprechern einfach zu arbeiten auch. Also intensives Miteinander arbeiten, welche Geschichte das denn sein könnte überhaupt, die man teilen möchte. Was ist so eine Lektion, die man gelernt hat im Leben, die man auch weitergeben will? So im Sinne von, welches Fettnäpfchen, welche Tragikkomödie vielleicht möchte ich meinen Kindern oder jemanden ersparen, dadurch, dass ich diese Geschichte weitergebe. Und dann diese Geschichte so zu erzählen, in dieser Kürze, dass man sie auch wirklich mitnehmen kann. Dass jeder einen Punkt findet, mit dem er sich verbindet, wo er vielleicht sieht, ah, da habe ich mich so gefühlt. Das erinnert mich an ein Gefühl in einer anderen Situation oder an einen Kontext, der einfach bei einem etwas auslöst, wenn man der Geschichte zuhört. Und das Spannende an den Geschichten oder an den Verbindungen zu den Zuhörern ist, dass natürlich diese Verbindung immer wieder für jeden eine ganz andere ist. Und ich wollte natürlich dieses Gefühl oder diese Erfahrung als Sprecher auch selber erfahren. Das ist eines von meinen ganz wichtigen Prinzipien, Walk the Talk, wie es im Englischen so schön heißt. Und habe das auch ausprobiert auf Bühnen oder auf Fuck-up Nights von anderen Städten. Und eigentlich ist es diese Vorbereitung, dieses in die Reflexion gehen über etwas, wo man denkt, man ist gescheitert. Damit habe ich jetzt eigentlich den Bogen gespannt schon zu dem, ich habe es jetzt schon erzählt auf einer Fuck-up Night. Und das, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass nach diesen 7 Minuten die Zuhörer Fragen stellen dürfen und kommentieren dürfen. Und an dieser Stelle könnte man dann auch sagen, ja, diese Erfahrung dann auf so einer Fuck-up Night ist mehr so wie eine Gruppentherapie, wo man einfach miteinander an ein Thema dran geht. Und das ist genau das, was dann so die Juwelen sind, die dann rauskommen, wenn man seine Geschichte erzählt hat und Kommentare oder Fragen von den anderen hört, dass man vielleicht draufkommt, ja, da warst ja du gar nicht schuld dran. Man selber empfindet das aber so. Also es ist wie eine Absolution zu bekommen von außen. Oder durch eine Frage dann noch tiefer in das Thema hineingeht, weil das für den Zuhörer irgendwie Lücken hatte, wo man vielleicht nicht alles erzählt hat oder sich nicht bewusst war, dass man da etwas auslässt. Das war so die erste Erfahrung von mir selber, von der ersten Geschichte, die ich geteilt habe, wo dann meine Partnerin, mit der ich das damals organisiert habe, gesagt hat, ja, und was ist dann passiert? Und ich war irgendwie schon am Ende. Also es ist dieses große Thema der Reflexion und das zuerst auch mit sich selbst in den Dialog zu gehen und versuchen, das, was man weitergeben möchte, in eine Form zu verarbeiten, wie man sie auch selber irgendwie verarbeitet oder verarbeiten kann. Und in vielen Fällen, auch in meinem eigenen, hat diese Reflexion eigentlich dazu geführt, dass man das überhaupt zum ersten Mal verarbeitet hat. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel dafür geben, was quasi dein persönliches Fuck-up-Erlebnis war? Ja, klar. Ich habe meine erste Geschichte, war die, also da ging es um einen kleinen Verlag,
wo ich den Eigentümer von diesem Verlag kennengelernt habe. Und der hatte zwei Bücher, zwei Verzeichnisse, die er aufgelegt hat. Und viele, viele Kontakte in Netzwerke, in sehr bekannte Unternehmen, Ministerien, Börsen und so weiter. Also sehr hochkarätige Kontakte, die ihm dabei helfen hätten sollen, diese Plattform, die in Buchform da war, mit den Verzeichnissen, in eine digitale umzusetzen. Und ich habe ihm damit geholfen und habe voll vertraut darauf, dass diese Kontakte und dieses Netzwerk, das er da seit vielen Jahrzehnten aufgebaut hatte, ihn wirklich unterstützen. Ich mache mal den Fast Forward im Prinzip. Das Fuck-up ist für mich, dass das nicht so funktioniert hat, wie das geplant war. Und ich das nicht kommen habe sehen. Also ich habe diese Gefühle, die vielleicht aufgekommen sind, diese Anzeichen, dass Dinge nicht funktionieren werden, so wie geplant, auf diese Flags, die vielleicht aus mir herausgekommen sind, habe ich nicht reagieren können, weil ich voll und ganz dem vertraut habe und meine eigene Stimme einfach dazu ignoriert habe. Ja. Während ich euch das so erzähle, weiß ich aber jetzt auch nicht mehr so ganz genau überhaupt, ob die damals da war. Ja. Dieses seine eigene Stimme finden, ist auch das, was von allen Sprechern eigentlich immer gekommen ist in der Nachfrage. Wenn es geheißen hat, ja warum, was hättest du denn vermeiden können? Da kommt immer von allen, ja, ich habe nicht auf mich gehört. Und dieses Zuhören, also sich selber zuhören, das muss man irgendwie eben schaffen. Also ich finde es sehr toll, dass es in der Methode, wenn man da 10 Minuten reden kann, dass da Dinge rauskommen, die man vielleicht so nicht sagt. Ja. Dass es aber auch sehr oft, wie der Simon gesagt hat, die Fragen braucht von jemandem, der dann irgendwie nicht locker lässt und sagt, ja, aber wie ist dir denn dabei gegangen? Und nicht, wie haben die anderen das gesehen? Und diesen sanften Hinweis, da gibt es doch noch mehr, geh doch da noch tiefer hinein. Wie war denn das wirklich? Wie hast du dich gefühlt? Und wir hatten da auch immer wieder Leute aus Führungspositionen, die dann erzählt haben, dass sie ihren Job verloren haben, zum Beispiel aufgrund einer Umstrukturierung und oder sonstigen Gründen, und dass die dann zum Beispiel 2 Jahre gebraucht haben, um überhaupt wieder zu sich zu finden, weil sie das einfach so aus der Bahn geworfen hat. Und dann diese Zeiträume auch zu sehen, die man eigentlich braucht, sich von sowas wieder zu erholen. Für mich bei meiner eigenen Geschichte war das irre eigentlich damals die Erkenntnis, wie ich die Geschichte zusammengestellt habe für mich, dass ich dann überhaupt erst verstanden habe, warum ich das Land verlassen habe und nach dieser Geschichte dann nach Japan gegangen bin und mehrere Jahre dort war. Das war für mich so, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Dieser Vertrauensverlust in einen Staat, also das war eins von diesen Nebeneffekten in diesem gescheiterten Projekt, dass es da auch Förderungen gab, die einfach im Nachhinein entzogen wurden, dem ganzen Projekt. Also es waren da so viele Faktoren, die das Vertrauen in einen Staat, in eine Institution völlig zerstört haben. Jutta? Ja? Ich habe eine Frage. Weil du hast, also für mich hat, ich reflektiere deine Geschichte so, gerade mit dieser inneren Stimme, das kenne ich sowas von genau. Das ist nämlich mal dieser Punkt, dass die, glaube ich, so leise, also diese Frage, ja, war die nun da oder nicht? Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie leise die ist. Das ist mein Gefühl zu meinen Geschichten. Und für mich ist dieses Wahrnehmen von Gefühlen und diesem immer klarer zu bekommen, wo ich gerade bin, wenn ich mich mal frage, damit zu tun, diese Stimme lauter zu drehen. Und hast du
jetzt deine Stimme klarer und hat die einen Ort in deinem Körper? Oder ein bestimmtes Gefühl, wie auch immer. Also das wiederholt sich da, dieses Klingeln nenne ich das. Das tritt ja in einer anderen Situation wieder auf. Also hat sich da was gehalten, was du mitgenommen hast aus diesem Erlebnis? Und wie verortest du das? Manche spüren es ja total körperlich auch. Ja, also klar, natürlich ist es viel klarer geworden, die Stimme. Aber für mich visuell ist es irgendwie so am besten greifbar geworden, wie ich da so in Fakten auch hineingegangen bin. Also so, wir haben 60.000 Gedanken pro Tag und irgendwo da drinnen ist auch diese Stimme. Und für mich ist sie so, wie sollen wir die raushören, ja, in so vielen Gedanken pro Tag. Das heißt, für mich war das dann, oder ist es greifbar geworden über immer wiederkehrende Gedanken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber manche Dinge, auch wenn man sie überhört, dann kommen die wieder. Und das sind die wichtigen, oder vielleicht kommen sie auch immer wieder dann schneller wieder oder so. Ja. Und verorten jetzt im Körper kann ich nicht so. Das ist für mich mehr so verbunden mit der Präsenz jetzt, einfach im Jetzt zu sein. Die Stimme kommt immer wieder bei mir. Das ist für mich irgendwie eher so ein Prozess, wo man immer wieder zuhören muss und Stopp machen. Ja? Das ist das, was ich für mich installiert habe. Ich bin einfach viel langsamer geworden. Ich habe mich bewusst dazu entschieden und gesagt, okay, ich lasse mich jetzt nicht mehr beeindrucken von Leuten, die alles immer schneller haben wollen und sage einfach, nee, ich mache das so nicht. Ich stehe jetzt dazu, ich mache das jetzt langsam, weil ich möchte einfach was lernen auf dem Weg. Und ich kann das nur, wenn ich diese Stimme einfange. Und so, jetzt rutschen wir den Buckel runter, ich mache es jetzt langsam. Und dann bist du halt nicht derjenige, mit dem ich zusammenarbeiten kann, wenn du das nicht anerkennen kannst. Also das war so diese große Konsequenz für mich, mit wem will ich überhaupt noch arbeiten? Ich glaube auch dieses, was du sagst mit dem Innehalten, dieses einen Abstand reinbringen zwischen dem Erleben und dem sich dann fragen, also der Reaktion. Das ist auch ein... Wie sagt man, das liegt allen oder vielen von den Methoden, die wir kennengelernt haben, eigentlich ist es eine Essenz, ein roter Faden, der sich durchzieht. So. Und ich glaube auch definitiv in der heutigen schnellen Zeit, das ist ein wichtiges Grundelement einfach. Und deswegen hört sich es halt so einfach an, wenn man jetzt einen Redestab rumgehen lässt oder man macht einfach, verlangsamt das und bringt mehr Achtsamkeit in für sich selber und auch für das, was ich dann kommunizieren will. So. Das habe ich jetzt da auch wieder rausgehört. Und ich habe noch eine Frage, nämlich wenn du mit so Teams zu tun hattest, stelle ich mir immer wieder und immer, wenn ich Leute treffe, die mit einem Business-Kontext zu tun haben, frage ich das, lässt sich denn diese Gefühlsarbeit oder diese Achtsamkeit und die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, lässt sich das im Team messen? Hat es wirklich im Prinzip einen wirtschaftlichen Effekt, dass man sagt, die arbeiten dann effizienter. Gibt es da Erfahrung von deiner Seite? Das finde ich nochmal total schön zu hören, dieses persönliche Entlasten, auch zu sagen, das kann sich auch in Zahlen niederschlagen, wenn es das gibt. Definitiv denke ich, dass sich das in Zahlen niederschlägt. Vor allem in dem Innovationskontext ist das auf jeden Fall gemessen worden, sicher auch. Ich bin gerade jetzt von einer Session gekommen, auch wo es um Cognitive Biases gegangen ist und alles mit rund um Unsicherheit oder Ambiguity, wie heißt das jetzt, also Zweideutigkeit auch, oder ja, einfach alle Themen rund um die Schnelligkeit und das agile Miteinander arbeiten im Sinne von alles verändert sich dauernd, wo man einfach seine Basis verliert. Und also rein aus dem Thema Scheitern heraus, da gibt es ganz viele Zahlen, rum, dass 80% der Business-Partnerschaften scheitern und man nicht davon hört, ja, dass 80% von IT-Projekten nicht funktionieren.
CEOs, Führungspositionen, dass 3 von 5 nicht so ausgehen, wie man es gedacht hat, oder neu eingestellte Personen in den ersten 18 Monaten den Job wieder verlassen. Also es gibt ganz viele so Daten. Ich bin immer vorsichtig mit so Zahlen, weil die natürlich immer einen Kontext auf irgendein Land oder wo die erhoben worden sind, haben. Und ich merke mir die Sachen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Quellen, die es da alle gibt. Aber du hast völlig recht. Also es ist ein wesentlicher Faktor, der Faktor Mensch. Und es wird sehr, sehr viel einfach darüber hinweggegangen, dass das wahnsinnig wichtig ist. Wie schätzen du prozentual den Stellenwert ein? Weil es gibt ja dieses technische Business-Know-how und die sogenannten Soft-Skills, die wir auch im Titel heute tragen. Hat sich das verschoben? Wie würdest du es heute gewichten für den Erfolg von einem Startup? Also es gibt eine Zahl von einer Studie, die vor 100 Jahren stattgefunden hat an der Carnegie Mellon Uni. Und da hatten sie so die Relation, 15% sind technisches Wissen und 85% sind Kommunikation. Und da wird klar, irgendwie fokussieren wir alle, wir versuchen das ja anders zu machen. Aber die meisten Organisationen und Firmen, Ausbildungsprogramme und so weiter fokussieren sich auf diese 15% und nicht auf den anderen Teil. Und das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also zusammenfassend lässt sich sagen, es ist immer wertvoll, auf die eigene Stimme zu hören beziehungsweise Möglichkeiten zu finden, besser in Kontakt mit der eigenen Stimme überhaupt zu kommen. Genau. Wenn du ins Team gehst, dann musst du diese Möglichkeiten schaffen, dass man sich auch im Team untereinander so austauscht. Und ich denke, aus der Soziokratie, also ich habe da mit einem Unternehmen, die haben auch ein Tool gebaut, dass das hilft, dass man sich da so seine eigene Verfassung, Constitution in Englisch, also seine eigene Verfassung irgendwo baut. Wie möchte man miteinander arbeiten und wie viel Platz gibt man dem Austausch? Ja? Mhm. Das finde ich auch bei dem Arbeiten mit euch so toll, dass man einfach am Anfang dieses Check-in hat und redet, wie es einem gerade geht und woher kommt man gerade und was ist da eben los? Ja? Ist ein wichtiger Weg. Vielleicht gibt es auch einmal die Woche, einmal im Monat so Runden, wo man über die Dinge redet, die halt wirklich nicht funktioniert haben. Also das dann, wenn es in Richtung Fehlerkultur geht. Aber diese Fehlerkultur ist auch wieder unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn du jetzt Flugzeuge baust, dann ist es nicht so, dass da mal ein Fehler durchrutschen kann, weil sonst stürzen die halt ab. Also es gibt so Fehlerzonen oder erlaubte Fehlerbereiche, sage ich mal, in je nachdem, wo man arbeitet. Und daraus muss man einfach für den Kontext mit den Menschen, mit denen man das zusammen macht, so eine Verfassung, so ein Regelwerk erstellen, wie man mit diesen Themen umgeht. Das ist auch eine spitzenmäßige Überleitung zu einem unserer nächsten Themen, nämlich, wie wir ja in der Beschreibung zum heutigen Event gesagt haben, es mangelt uns an einigen Punkten doch an Kommunikationsregeln. Also das eine ist natürlich die persönliche Wahrnehmung. Wie geht's mir gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich noch? Eben, was wir uns heute angesehen haben, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, mit den eigenen Gefühlen, die klar zu machen. Und an nächster Stelle kommt natürlich noch die Frage, wie kommuniziere ich mit anderen? Und auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und das ist natürlich eine der Sachen, die wir gerade zur Zeit sehr häufig brauchen. Also ihr habt es selber gerade erlebt. Viel läuft derzeit online, das heißt aus der Ferne. Wir haben jetzt hier gerade nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand, aber alles zielt auf Entfernung, Separation ab. Und die Frage ist natürlich dann, wie wir eben auch in Kontakt sein können, auch wenn wir unterschiedliche Ausgangspunkte und Meinungen haben. Und das ist natürlich auch ein Thema, dem wir uns in den nächsten Veranstaltungen widmen werden. Und dafür haben wir natürlich eine ganz interessante Gästeliste zusammengestellt. Und natürlich würde es uns freuen,
solltet ihr noch mögliche Gesprächspartner für uns haben, die ihr gerne einmal sehen wollt, die ihr uns empfehlen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Natürlich hier gern im Chat oder auch auf unserer Homepage online. Wir sind jederzeit für euch erreichbar. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle heute hier teilgenommen habt. Das war für uns ehrlich ein Fest und ein großes Entgegenkommen. Auf jeden Fall wollen wir in den nächsten Sendungen noch weiter darauf eingehen, wie wir unsere Gesprächsmöglichkeiten und unsere Kommunikationsfähigkeit schulen können. Und haben uns da mal an der TU in Tübingen umgesehen. Zum Beispiel fragen wir auch noch mal Herrn Hüter an, wie es denn ist, ob er noch mal als Gastredner hier bei uns zugegen sein wird. Ja, und in erster Linie möchte ich mir einfach nur bedanken, dass ihr uns das ermöglicht habt, hier heute noch mal bei uns mit dabei zu sein. Und es würde mich jetzt freuen, wenn wir im Nachgang noch ganz kurz im Chat noch mal zusammenkommen und ihr uns vielleicht euer Feedback gebt. Wie hat es euch gefallen? Von was wünscht ihr euch mehr? Was wünscht ihr euch ganz generell? Was braucht ihr noch? Ja, und ich würde mich jetzt noch mal dafür erwärmen, von unseren heutigen Sprechern noch mal ein Feedback zu bekommen, ein Checkout zu machen. Wie seid ihr gerade da? Was habt ihr vielleicht auch mitgenommen? Was möchtet ihr vielleicht noch mal mitgeben? Ganz kurz in einer Minute. Und wir auch. Ach, jetzt fange ich gleich an. Du, mach mal gegen den Uhrzeigersinn. Ich merke, dass ich anfange, mich wohlzufühlen mit dieser komplett eigentlich neuen und überfordernden Situation. Gefühle entlasten und erscheinen mir, weil ich genau, das freut mich. Und da freue ich mich dann auch ein bisschen, wie sagt man, in Kreativität und Flow noch mehr reinzubringen, auch mit den Leuten, die wir da auf dem Schirm haben und auch eben ein breites Spektrum zu haben. An unterschiedlichsten Tools, weil das war schon immer unser Anliegen. Unser Start war der Circleway und genauso gibt es ganz viele Sachen, wo sich ein roter Faden durchzieht und das zu publizieren. Darauf freue ich mich. Aho. Jutta, wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich gerade? Mir geht es so mit dem Heiko. Ich fühle mich jetzt auch wohl. Wir könnten jetzt weitermachen. Am Anfang, ja, ich bin eben langsam. Es war eine Steilvorlage, wie ihr begonnen habt. Und ja, jetzt wird es angenehm und wir könnten in Breakout Rooms gehen. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Und ja, fühlt euch bitte gerne alle eingeladen. Also wer jetzt noch was sagen möchte, noch schreibt es in den Chat, lasst es uns wissen. Hier ist der Raum dafür. Und ansonsten gebe ich jetzt das Wort nochmal an Simon. Simon, wie bist du gerade da? Ach du. So, hallo, jetzt bin ich legitimiert, um zu sprechen durch die Stummschaltung. Ja, ich freue mich auch. Mir geht es ein bisschen wie der Jutta. Mal richtig warm gelaufen. Von dem her könnte man auch noch weitermachen. Aber ich bin auf jeden Fall glücklich und dankbar für eure Arbeit, wie ihr an der Vernetzung der Menschen immer wieder arbeitet, auf verschiedensten Möglichkeiten in München, viel mit diesen Zoom-Meetings, wo ihr da habt, und ja, da bin ich dankbar, dass ich dann Teil dabei sein durfte und dass ich da meine Energien auch reingeben darf. Das ist ziemlich schön, weil ich habe sehr, sehr schön gefunden, so was ich mitnehme, ist, es gibt so viele wunderbare Methoden, weil der Peter hat einige genannt, oder mit der Zirkadien, mit der gewaltfreien Kommunikation. Und ich finde es so super, weil die Menschen sind so verschieden und da gibt es nicht eine diese Methode, die für alle passt, sondern wir sind Individuen und wir müssen oder wir dürfen schauen, welche Methode von unserer inneren Stimme da erwählt wird, die halt genau für diese Situation passt. Und ich denke, diese gemeinsame Haltung, dass wir uns als,
als große Familie auf dieser Erdekugel näher kommen wollen, finde ich eigentlich für mich so die schönste Voraussetzung, mit meinen Brüdern und Schwestern in Kontakt zu sein. Und da kommt es dann nicht mehr auf die Methode oder auf die gleiche Sprache an, sondern auf das Herz, was dahinter ist. Oh. Wow. Danke. Dieter, die Wertschätzung möchte ich auf jeden Fall zurückgeben, nämlich, dass du in die Verantwortung gegangen bist. Weil ich war auf den Circle Back Camps, bevor du dazugekommen bist. Und dann fand ich einfach toll, dass du das in die Verantwortung gegangen bist. Und es ist schön, euch zu sehen, immer mit Elika und dir zusammen. Ja, aho. Muss ich jetzt einmal. Gerne. Ja. Dann würde ich sagen, geben wir doch den Chat frei für die Menschen, die hier sind und die sich gerne noch melden, zu Wort melden wollen. Beziehungsweise würde ich gerne einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, dass es wirklich wichtig ist, bei sich selbst anzukommen, das in erster Linie, bevor wir in irgendwelche konfrontativen Kommunikationen mit anderen geraten, erstmal zu schauen bei sich selber, wie bin ich gerade da? Und ich hoffe, dass wir euch heute noch einmal eine Erinnerung geben konnten, vielleicht auch ein paar Methoden noch mal an die Hand geben konnten, zumindest sie vorstellen, wie es möglich ist, die eigene Stimme stärker zu machen, beziehungsweise die eigenen Gefühle besser wahrnehmen zu können. Ja, und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und was mir ein ganz großes Anliegen ist, weil da habe ich zum Beispiel persönliche Erfahrungen gemacht, dass es ja quasi in digitalen Netzwerken schwierig ist, verschiedene Meinungen auszutauschen. Und jeder hat eine Meinung zu irgendwas, selbst wenn es bloß ein Bild ist. Und gerade da wollen wir in den nächsten Veranstaltungen genauer darauf eingehen, wie ich es vorhin schon sagte. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten angefragt, Professoren von verschiedenen Universitäten aus den Fachbereichen Philosophie und Rhetorik, dass wir uns noch einmal angucken können, wie kommunizieren wir eigentlich, welche Regeln der Kommunikation gibt es. Und natürlich möchte ich euch ganz, ganz herzlich zur nächsten Veranstaltung einladen. Die wird und zwar sein am 22. April. 22.04.224, schon mal merken. Und natürlich fangen wir wieder um 18 Uhr an. Und ja, schaut bitte gerne auf unsere Seite. Und vor allem. Ja, meine Meldung. Wir haben noch eine Meldung. Na dann. Newsletter eintragen ist auch eine Möglichkeit und auch das Verbreiten. Ne? Das Schöne ist halt, oder das, dafür sind wir angetreten und dafür, ja. Das ist unsere Arbeit quasi, dass wir das wirklich verbreiten und das kann jeder auch mit tun, wenn er von irgendwas begeistert ist. Und ich muss noch unbedingt hinzufügen, dass, weil du gesagt hast jetzt gerade den hitzigen Diskussionen der letzten zwei Jahre, dass es viel mehr Spaß macht, mit jemandem tatsächlich zu sprechen, der auch seine eigenen Themen dabei klar hat oder weiß, dieses Riesenthema oder diese riesengroßen gesellschaftlichen Themen triggern das und das in mir an. Da kommt dann so richtig Freude auf, als nur ich muss dich auf meine Seite bekommen. Oder du bist scheiße, weil. Aho. Ich bin Katrin Wolf. Möchte gerne noch was sagen? Katrin möchte noch mal zu uns sprechen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer den Chatverlauf verfolgt hat. Es gab da so eine Wertung im Rahmen und ich fand es irgendwie schade, dass da nicht die Möglichkeit besteht, dass jetzt ein Kontakt gegeben wurde. Und das fände ich im Nachhinein nochmal wichtig, weil wir hier gerade über Themen sprechen, wie Scheitern, wie kommunizieren wir zusammen, auch wenn ganz unterschiedliche Meinungen im Raum stehen. Und was jetzt hier sind, ist konträrste gesellschaftlich wirklich die Themen, die da auch diskutiert sind, Querdenken, Rechts und so weiter. Und also, das, wenn das jemand, was ich dir reingeschrieben habe, diese Webseite, das anders sieht, gerne. Ich bin auch sehr gern offen für Gespräch, für Anschreiben, für, habe ich auch reingeschrieben. Was ich jetzt hier an dieser Stelle, in dieser Runde mit den Menschen, mit den Themen, die wir hier aufrufen, schwierig finde, wenn im Chat dann was gewertet wird und es nicht
ja, dann so einen Raum gibt oder Kontakt gegeben wird, wo man dann nochmal weiter dazu sprechen kann. Und das wünsche ich mir. Also so sehe ich, so verstehe ich Circleway und ich verstehe auch diesen Ansatz und so habe ich Story immer verstanden, dass wir das nicht für eine Fortbildung und für eine Diskussionsrunde machen, sondern dass es wirklich echt im Leben und auch in den großen Themen leben darf und soll. Und das wünsche ich mir und ich biete gerne an, sich nochmal direkt mit mir in Kontakt zu setzen und ich spreche gern zu dem, jetzt war es halt BSF genannt, ich habe das aus verschiedenen Richtungen schon gehört und konnte das bisher, also bin da gern offen. Und also in diesem Sinne, das musste ich jetzt so sagen, damit es einfach ich ja auch wieder frohen Herzens dazukomme und wünsche mir das, weil ich ja das gelernt habe, in den letzten 2 Jahren auch nicht mehr so zurückzustehen, sondern offen die Dinge anzusprechen. Aho, genau. Aho. Danke, dass du den Mut hast. Ich habe das gesehen, dass das dich Mut gekostet hat. Und ich möchte auch was Persönliches teilen, weil ich habe einfach gemerkt, das macht es mit mir selber so viel, dass mir diese jegliche digitale Medien, ich bin immer weiter zurückgegangen, weil ich, das lässt sich einfach nicht transportieren. Und ich habe ganz oft irgendwann gesagt, so ab hier dem Punkt will ich hier gar nicht mehr weiter schreiben oder entweder wir treffen uns jetzt und das ist super geil oder man kann auch telefonieren. Es geht aber darum, das lässt sich nicht mehr in irgendeinem Chat verpacken. So. Es triggert es gerade an, weil ich kenne die Story nicht genau. Ich gehe aber davon aus, dass es um irgendwelche Details oder Informationen gibt. Und es ist irgendwie für mich über gewisse Kanäle nicht mehr leistbar. Das wollen wir ja nochmal mit einfließen lassen in den nächsten Veranstaltungen. Wo sind da die Grenzen und was kann man noch machen? Das ist, wollte ich jetzt nochmal reingegeben haben, als meine persönliche Erfahrung aus den letzten 2 Jahren. Ab bestimmten Punkten habe ich gesagt, entweder wir telefonieren jetzt, treffen uns, sofern das möglich ist, oder das bringt nichts mehr so. Ja. Vielleicht ist das ja auch passiert, wer weiß. Mag noch jemand was teilen? Vor allen Dingen, wie fühlt ihr euch denn? Ach, danach muss ich ja reden. Das muss man auch lernen. Ich weiß gar nicht, haben denn eigentlich alle Anwesenden wenigstens Anna mal gesehen? Also ohne, dass sie jetzt irgendwas sagt, aber dass sie wenigstens, weil Anna ist auch die ganze Zeit mit anwesend. Also nur quasi waren heute doch mindestens zu fünft. Ja. Ja, hey. Und ganz lieben Dank auch für deine Unterstützung aus der Ferne, auch wenn du leider den Platz nicht wahrnehmen konntest. Aber danke, dass du mit dabei warst und Energy is where, maybe. Energy goes where attention flows. Und es war deutlich spürbar. Danke, dass du da warst. Und danke an euch alle, dass ihr da wart. Aho. Aho. Ja. Dann, ich würde jetzt gerne das Bild beenden. Und natürlich gibt es auch eine Aufzeichnung von diesem Online-Meeting, das wir allen Anwesenden natürlich gern zum Download zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir sind auch online erreichbar auf allen digitalen Kanälen. Und ja, wir wünschen euch einen wunderschönen, zauberhaften Abend und freuen uns sehr, euch das nächste Mal wieder gemeinsam hier in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Und dann auch mit richtigen körperlichen Übungen. Yeah! Ja. Martin, wir üben das noch mal zu uns. Ja, komm, sag tschüss. Noch ein bisschen runter. Ach so, ja, stimmt, ich bin so groß. Immer diese Diss gegen kleine Menschen. Ganz, ganz lieben Dank. Tschüss, danke fürs Teilnehmen. Ciao.